Besonders gefährdet von der Coronavirus-Infektion sind ältere Menschen, insbesondere dann, wenn ihr Immunsystem durch Vorerkrankungen geschwächt ist. Also Vorsicht! Immer in der Öffentlichkeit einen Nasen- und Mundschutz tragen, damit ich gegebenenfalls andere nicht anstecke. Gegen den Frust hilft vielleicht die Gymnastik von Hals-Wels, zum Mitmachen in der Wohnung, bei geöffnetem Fenster, auf dem Balkon oder der Veranda oder natürlich im Garten. Dann kann niemand angesteckt werden und ich auch selbst nicht. Infection impossible. So, jetzt geht's um die Muckis und um die Schultern, den Oberkörper. Und wir üben mit ganz langsamen Bewegungen. Knie sind entriegelt. Wieder unseren Bärenstand. Zum Erholen. So. Auch wieder ganz langsam. So, damit wir wirklich auch beweglich werden. Unsere Handgelenke brauchen auch was. Wieder langsam. Sonst ist das ja nur Kindergeburtstag. Also wir müssen uns schon ein bisschen anstrengen. Und wieder entspannen. So, auch diese Übung ist wichtig. Natürlich kann man auch die Dinger vorläufig sparen und kann hier Sprudelflaschen nehmen. Da gehen also auch alle Möglichkeiten. Kommt eine Übung zwischen rein. Aufstehen, hinsetzen. Das natürlich auch ganz langsam, 10-mal. Das gibt also die Muckis in den Oberschenkeln. Man kann sich natürlich auch die Sache etwas erleichtern, indem wir so wieder 10-mal, ganz langsam. Und
dann natürlich auch mal die andere Seite. Ja, dann kriegt man schon den Daumen. Alles mit geradem Rücken, kein Buckel. Und wenn ich mich anstrenge, ausatmen. So, dann schütteln wir uns mal wieder aus. Und atmen kräftig durch. Immer Bärenstand. So.